Aufwachen, Schlafmütze. Teezeit. Oh, also, was haben ein Hasenherz und ein Mausisches gemeinsam? Oh, nein. Du musst Alice retten. Wach auf, Alice! Wach auf! Mama? Papa? Oh, Alice! Mama? Vater! Ich kann nichts sehen! Los hier, Alice! Rette dich, Alice! Du musst aus dem Haus! Lauf, Alice! Armer Schatz, nach all den Jahren. Vielleicht bringt das Kaninchen sie mit. Rette uns, Alice! Beeil dich, Alice. Wir sind spät dran. Du bist aber dünn geworden, Katze. Aber dein Grinsen tut gut. Und du hast eine gute Einstellung. Immer noch neugierig und lerneifrig, hoffe ich. Das Wunderland hat sich verändert. Wie soll ich mich zurechtfinden? Es ist besser, den Weg zu kennen, als herumzuirren. Also frag. Das Kaninchen kann dir raten. Und ich weiß auch, woher der Wind weht. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Lass los und vertrau dich dem Kaninchen an. Ja, und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu American McGee's Alice. Dies hier ist der Vorgänger von Alice Madness Returns. Und naja, wie man unschwer erkennt, das Spiel hat schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Dürften ungefähr 13 sein, glaube ich. Also es ist grafisch eigentlich total, naja, schlecht, kann man mal so sagen. Aber trotz alledem bin ich der festen Überzeugung, dass das Spiel einiges zu bieten hat. Und ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt zum Let's Play eignet oder ob man sowas überhaupt noch sehen will, weil, naja, wir sehen hier die Polygonen einfach nur so aus dem Boden hervorsprießen. Naja, aber wir gucken mal, wie es euch gefällt. Und soweit ich weiß, soll das Spiel nämlich ziemlich, ziemlich gut sein. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg hier dem Kaninchen hinterher. Unser Land ist zerstört, unser Geist zerschlagen. Erinnert mich ans Irrenhaus. Alles so trostlos. Sklaverei und Glückseligkeit, das passt nicht zusammen. Ist der Weg schwer, wage einen Sprung. Reite auf den Wind. Kurz oben, wir sollen da rüberspringen, alles klar. Gibt es sonst irgendwas zu entdecken hier? Ja, irgendwie nicht. Also die Steuerung ist ein bisschen... bisschen sehr seltsam, aber damals hat man so gespielt. Also fließt irgendwie so die Maus. Naja, egal. Hüte deine Zunge, Fremde. Die Schergen der Roten Königin sind gnadenlos. Ich habe keine Angst vor ihr und ihren Kreaturen. Hatte ich noch nie. Man muss sich ihnen stellen. Aufbegehren lohnt nicht. Nur der Tod kann uns aus diesem Elend befreien. Oder ihr Tod, schätze ich. Meta-Essenz ist die Lebenskraft des Wunderlands. Die deiner Gegner ist sehr mächtig. Nutze sie weise. Okay.
Ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel nochmal bekommen habe. Dank eines netten Sponsors. Vielen Dank dafür, der das Spiel noch daheim rumliegen hatte. Durfte ich das jetzt mal anspielen. Und das nehmen wir uns mal mit hier. Was ist das? Ach, es ist ein Messer. Ah, okay. Dein Messer ist nützlich, aber es reicht nicht. Sammle, was dir nutzen kann. Nur auf Ignoranz verzichte. Dann überlebst du. Also irgendwie sieht das Spiel genauso krank aus wie vorher auch. Nur halt in schlechterer Grafik. So, jetzt haben wir also unser Messerchen bekommen. Da fließt irgendeine grüne Pampe. Alle sind so niedergeschlagen. Steht das wirklich so schlecht? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Bist du die Retterin, von der uns das Kaninchen erzählt hat? Wohl kaum. Ich bin auch nur ein Mensch. Und momentan möchte ich ungefähr so klein werden. Das hört sich nicht leicht an. Du solltest seitlich gehen, nicht vorwärts. Leider weiß ich nicht wie. Nicht dünn, klein. Ich möchte ungefähr so klein sein. In der Burg der Türen findest du eine Antwort. Aber es ist schwer, hineinzugelangen. Türen haben Schlösser. Für Schlösser braucht man Schlüssel und die hast du nicht. Wollen wir hoffen, dass die Türen offen sind. Wir sollten nicht länger wie eine Katze um den heißen Brei schleichen. Verzeih den Ausdruck. Nette Ausdrucksweise. Bitte vermeide sowas in Zukunft. Okay. Dann sammeln wir erstmal hier den Kram ein. Was das genau bringt, weiß ich gar nicht. Warum sammelt sie das hier nicht ein? Hallo? Achso, das ist wahrscheinlich unsere Lebensenergie, die man hier einsammeln kann. Und irgendwie sollen die Türen jetzt hier hoffentlich auf sein, aber da unten kommen wir ja nicht durch. Boah, Alter! Ich hab mein Messer geworfen. Ah, das ist wieder. Yo. Mal mit einem One-Hit geköpft. Krass. So, dann nehmen wir das auch nochmal mit. Da greift uns auf einmal irgendjemand an. So richtig weiß ich noch gar nicht, was hier eigentlich los ist. Aber das werden wir bestimmt noch erfahren. Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht. Manche wollen das gar nicht. So, das hier kann ich wieder nicht einsammeln. Wo müssen wir denn? Das Kaninchen sagte, jemand würde uns retten. Bist du das? Vielleicht. Kannst du mich in die Burg der Türen bringen? Oh nein, niemals. Seit dem Aufruhr sind wir nur mehr feige Irre. Ich wage mich kaum noch auf die Straße. Aber ganz unten in den Minen haust einer, der ist weiser, mutiger und freier als ich. Er kann dir helfen. Also auf in die Minen. Der erste Schritt ist der schwerste. Platt aber wahr. Auch hier. Okay, da geht's zur Mine. Steht da zumindest dran. Kann ich da einfach rüberspringen? Ja. Die springt ganz schön weit, ey. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich bin gespannt, wie krank das wird und vor allem, wie lange das Spiel geht. Ich habe irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht mehr, eine ziemlich lange Spielzeit gelesen irgendwo letztens. Fand ich nicht ganz so cool. Seile sind so gut wie Strickleitern, wenn man weiß, wie man sie benutzen soll. Und wie? Einfach gegenspringen? Oh, au, ah, au, ah, au, ah. Ich weiß leider nicht, wie man sie benutzen soll. Achso, einfach gegenspringen. Hat eben gerade irgendwie nicht so richtig geklappt. Was ist das hier unten? Ey, mal im Ernst, da passt Alice locker durch. Aber egal. Okay. Da dürfen wir also noch nicht hin. Oh, ich hab mich schon wieder in dieser Grütze verbrannt. Ach. Aua. Ah. Au. Au. Ah. Puh. Naja, nicht elegant, aber... Warum besuchst du mich an diesem einsamen Ort? Um von deinem Wissen zu profitieren. Der Einäugige ist König unter den Blinden. Wenn ich klug wäre, würde ich mich dann hier verkriechen? Ich bin nicht weise, nur alt. Ich möchte ganz klein sein, nicht größer als eine Maus. Wie kann ich das anstellen? Das ist alles?
Klar, das geht. Es kostet dich allerdings was. Ich besitze nichts von Wert. Du bist gesund und stark. Ich längst nicht mehr. Ich habe zu viel Leid gesehen. Und ich rauche zu viel. Was muss ich tun? Im Lager der Kartenwächter gibt es in einem Rohdiamanten einen Schlüssel. Hol ihn. Dann wird dein Wunsch erfüllt. Okay. Das machen wir gern. Und denkt dran, Kinder, rauchen ist schlecht. Okay, hier gibt's nichts. Ich glaube, früher musste man auch noch nicht so viel verstecktes Zeug suchen, oder? Bin mir ein bisschen unsicher. So, hier kriege ich was zum Heilen, damit mein Schaden ein bisschen weggeht, den ich mir selber mit Dummheit zugefügt habe. Was ist das? Ah, ein Minecart-Aufzug quasi. Flaches Minecart, da passt nicht viel rein, würde ich mal behaupten. Oh oh. Kann ich irgendwas tun? Ich glaube nicht. Wow. Ich kann nichts machen, aber egal, wir fahren einfach mal mit diesem sehr flachen Minecart. Doch, wohin führt uns die Reise? Oh, oh, das ist wieder schien kaputt. Oh. Hoffentlich ist alles ja. Gut. Wow. Alter, mach doch keinen Scheiß. Kommen wir so aus dem Nix, die Arschgeigen. Was ist das nächste zum Heilen? Was haben wir hier? 32 Heb auf ist ein lustiges Spiel. Aber wenn alles durcheinander geht, ist das alles andere als lustig. Ja, Karten sammeln oder was war das? Ah, cool, hier kommen wir durch. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Was? Ach, schmeiß ich jetzt gerade mit Karten? Ja, tatsächlich. Wie krass ist das denn? Zack. Lustig. Dazu also die Mana-Leiste da an der Seite. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Ja, wir können hier die Waffen wechseln. Das kann ich hier mit den Tasten von 1 bis irgendwas machen. Also bis irgendwas deswegen, weil ich nicht weiß, wie viele Sachen es geben wird. So, den haben wir mal zurückgeschleudert. Und jetzt zack, schnell zum Wien. Oh, Moment, ist ja schon kaputt. Gibt's hier noch irgendwas, bevor ich jetzt den Schlüssel aufsammle? Das da scheint die Tür zu sein, wo es gleich weitergeht. Also nehmen wir den mal. Okay, und dann ab durch dieses schicke Portal. Ah, okay, jetzt wissen wir wieder, wozu das Portal da war. Und sie haben uns gefunden. Und cool. Gut, da geht's lang. Sehr elegant geschrumpft. Das ist noch nicht so richtig, wie ich den geschickt ausweichen kann. Aber das finden wir sicherlich heraus. Oh, die schießen mit irgendwas auf uns. Auch mit Karten, würde ich mal vermuten. Dieses Seil ist nicht ganz so effektiv. Au. Fuck. Ah, Mutti. Und zack. Wie komme ich denn... Na, wobei, ist eigentlich egal, ne? Ah, diese scheiß Grütze. Komm schnell, Alice. Ab durchs Portal. Lassen wir den oben einfach stehen. Hast du den Schlüssel? Sehr gut. Das Kaninchen vertraut dir zurecht. Es ist klug. Das will ich doch hoffen. Befreie meinen Clan mit diesem Schlüssel von seiner schweren Last. Jeder Kampf gegen die Königin ist ein guter Kampf. Sie haben gelitten. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber was muss ich denn nun tun, um zu schrumpfen? Das sagt er uns nach dem Ladescreen.
In der Burg der Türen findest du Dinge, aus denen du eine Schrumpfmixtur herstellen kannst. Was für Dinge? Dinge, Mädchen. Wenn du sie siehst, erkennst du sie. Apropos sehen. Wir sollten uns nicht von den Wächtern erwischen lassen. Oh, verdammt! Sie haben uns gesehen. Wir sind in Reichweite der Burgkanone. Vorsicht! Alter, da schießt ja wie ein Maschinengewehr da unten. Ich weiß nicht, ob das ein Anzeigefehler ist oder ob die einfach nur viel Texturen gespart haben. Bald musst du durch solche Wände hindurch. Aber jetzt, spring!